So, Teil 2. Jetzt ist schon hell. Jetzt mir ist wieder eingefallen. Noch ist Polen nicht verloren, heißt es ja. Und ich muss mal nachlesen, wo das herkommt. Aber so ist es mir in den Kopf gekommen, weil Polen liegt natürlich zwischen Deutschland und der Ukraine und Belarus oben und so. Also geostrategisch eine wichtige Lage, streng katholisch, fällt mir da noch ein. Also, und der Staat Polen, Hitler-Stalin-Pakt, war ja ausgelöscht praktisch. Und das ist natürlich jetzt ein Aufblühen. Es gibt auch die Milliarden jetzt wieder, die auf Eis lagen. Ne? Also insofern ist Polen noch lange nicht verloren. Wenn die wieder zurückkehren könnten zur Demokratie, auch dieser katholische, strenge Kurs gegen die Frauen war natürlich nichts. Die haben sich das nicht gefallen lassen. Und wir werden sehen, wo das auch so ähnlich ist. Alle Demokraten müssten mal zusammenhalten in bestimmten Fragen, wenn es um rechts geht oder gegen Nazis oder so. Da ist es durchaus sinnvoll, ne? Ein großes, breites Bündnis. Da bin ich auch dabei. Obwohl ich ja natürlich kurz vor der Rente bin, da bin ich auch dabei. Da bin ich dabei.